Los geht's. Los geht's. Ja, Ja, unser Thema, Georg. ja, das Thema heute, Genau. aus Konflikten lernen. Ja, das ist auf jeden Fall eins. Ja, also einfach von großer Wichtigkeit auch, ne? Also weil Konflikte gibt es ja genug, ob nur in der Familie oder extern. Und da auf eine gute Art lernen zu können, wäre natürlich schön, wenn man da auch ein Gefühl kriegt, dass Konflikte nicht so gefährlich sind, sondern tatsächlich eine Möglichkeit, was zu lernen. Das ist ja auch ganz schön. Und vor allem können Konflikte auch einfach unglaublich anstrengend sein, wenn sie sich eben immer wieder holen. Ne? Wiederholen, Also genau. dieses Gefühl von nicht rauskommen aus immer den gleichen Schleifen, habe ich zumindest als extrem anstrengend erlebt. So, für Genau. mich. Ja. Ja, das macht vielleicht ja auch Konflikte aus, wenn man, dass es so gewisse Konflikte gibt, die man irgendwie mit ganz vielen Menschen hat. Ne? Da denkt man, okay, den einen bin ich losgeworden, jetzt vorbei. Nee, dann kommt der gleiche Konflikt mit dem anderen um die Ecke. Das gibt es ja auch häufiger. Ja, sag mal, was würdest du denn denken? Also was kann man denn aus Konflikten lernen? Hier geht es ja gar nicht so sehr um Definitionen. Ne? Also ich meine, Konflikt Ja. ist irgendwie ja eher klar. Ne? Also, was kann man daraus lernen? Die Frage ist so ein bisschen für mich eher an welcher Stelle, ne? Also, es gibt so ein ganz spannendes Modell, das nennt sich das Neun-Stufen-Modell von Glasl. Das ist auch so ein Forscher, der hat sich halt mit Konflikten beschäftigt, ne? Und das ist so ein Stufenmodell. Und der hat so drei Phasen, ne? Das heißt, es gibt die Phase, wo beide versuchen, einen Gewinn zu erzeugen, also diese Win-Win-Phase, ne? Also dieses Konstruktive, ja. Und darüber reden wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, weil, ne, das wäre ja der Idealfall, wenn wir uns immer in dieser Win-Win-Phase bewegen würden. Dann gibt es die nächste Phase, das ist dann die Win-Lose-Phase. Das heißt, es geht nur darum, dass ich erstmal gewinne und ob der andere verliert, ist mir dann ziemlich egal, sondern erstmal geht es darum, ich muss gewinnen hier bei der ganzen Geschichte. So. Und der dritte Schritt, das ist dann schon sehr bezeichnend, das erleben hoffentlich die Menschen nicht so häufig, das ist die Lose-Lose-Phase. Das ist dann der Punkt, wo ich im schlimmsten Fall bereit bin, könnte man sagen, selber mir Schaden zuzufügen, wenn nur der andere quasi, könnte man sagen, mit in den Abgrund gezogen wird. Ne? Das heißt, ne, im schlimmsten Fall brenne ich in die Bude ab und dann gehe ich dafür ein Jahr in den Knast, ist auch egal. Hauptsache, der kriegt seine. Hauptsache. So. Naja, und jetzt hast du ja gefragt, dieses, ne, was kann man lernen? Und zwar, ich glaube, es geht vor allem einerseits darum, mir bewusst zu machen, wann bin ich eigentlich an diesem Punkt, dass ich, könnte man sagen, gewinnen will und der andere, ne, dass es nicht mehr so wichtig ist, was mit dem anderen ist. Ne? Also dieses, ich sehe eigentlich nur noch mich und nicht mehr den anderen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, das wahrzunehmen. Und der zweite Aspekt, was ich ganz oft erlebe, ist, dass es ganz viel um Ambivalenzen geht. Und Ambivalenzen heißt, ich habe jemanden, der ist vielleicht sehr unterschiedlich zu mir. Ja, das heißt, der eine mag die Ordnung zu Hause und der andere ist vielleicht eher ein chaotischer Typ. Ja, so. Und dann ist im Endeffekt das Problem, dass natürlich dadurch unglaublich Konflikte entstehen, weil beide stehen auf den äußeren Punkten der Ambivalenz. Ja, so. Und dann irgendwann geht es darum, dass beide darum kämpfen. Der eine sagt, es muss immer ordentlich sein, der andere sagt, boah, ich habe überhaupt keinen Bock, das ist viel zu anstrengend und kämpft dafür, dass es unordentlich sein darf. Und dieser Aspekt von, an welchen Stellen bin ich eigentlich bereit, wenn ich jetzt einen Schritt aus meinem inneren Gefangensein rausgehen kann, zu sagen, okay, wo hat der andere eigentlich recht? Ja, also wo könnte man sagen, kann oder will ich dem eigentlich entgegenkommen, auch wenn ich gerade gekränkt bin, auch wenn das gerade sich total anstrengend anfühlt, obwohl ich mich ärgere, ja, könnte man sagen, dieses, wo stimmt eigentlich das, was der andere sagt? Finde ich, ist ein total entscheidender Punkt bei Konflikten. Und Okay. ich, genau, ja, so. Also das sind so kleine Ansatzpunkte mal. Mal was zu lernen. Ja, Okay. genau. Also sozusagen zu sehen, gut, ja, es gibt in dem Konflikt immer etwas, wo der andere vielleicht was sagt, wo, wenn ich ganz ehrlich sein könnte, weil ich jetzt mal nicht auf meine Verletzung höre, sagen könnte, okay, stimmt, da könnte ich auch was lernen, das wäre eigentlich auch ganz gut. So, meinst du das, ja? Ja, genau. Also ich habe Okay. das ganz persönlich sogar wirklich als sehr befreiend empfunden. An den Stellen, wo ich schaffe, das mir selber einzugestehen, dass plötzlich schon ein ganzer Teil von meinem inneren Kampf irgendwie aufhört, weil ich an manchen Stellen sagen kann, ja, okay, da hat er irgendwie recht, nicht in 100%, sondern vielleicht in 50%, aber an der Stelle, ja, das stimmt, ne? Das habe ich vielleicht nicht so, bin ich vielleicht nicht so achtsam, so sorgsam, wie auch immer, ne? Ja. Okay. Aber, ja. Also gut, okay. Es gibt natürlich eine Menge, was man jetzt bei zu Konflikten sagen könnte. Stimmt, ja. Also,
Ich meine, vielleicht ein Kernpunkt ist vielleicht die Bedrohung in den Konflikten. Warum viele Konflikte sind, ist ja gar nicht, sagen wir mal, es gibt ja viele Konflikte, wo die Sachebene oft gar nicht so entscheidend ist, ne? Sondern dass so ein Gefühl ist von, ja genau, was du schon sagst, ich will nicht verlieren oder ich fühle mich irgendwie bedroht durch den Konflikt. Ne? Mhm. Und tja, das, an diesen Punkten wäre es vielleicht gut, sich erstmal aus so einem Konflikt im Nachhinein zurückzuziehen und erstmal zu wissen, okay, also wenn ich mich bedroht fühle, dann ist definitiv da etwas, was ich sozusagen, wo ich mich fürchte, ja, also wo ich eine Konsequenz so sehr fürchte, dass der Konflikt eigentlich überlagert ist. Das heißt, es kann keine sachliche Diskussion geben, sondern es geht eigentlich um was ganz anderes. So. Und das sind Punkte, wo man sehr, sehr viel lernen kann. Weil wenn man sich klar macht, was einen an so einem Konflikt bedroht, also zum Beispiel, ich will mich nicht klein fühlen. Ja? Ich will auf keinen Fall der Schwächere sein. Ja? Also wenn ich mich so fühle, dann wird entweder schnell weggerannt oder um mich gebissen bis zum Letzten. Das ist was, was einem das Leben sehr, sehr schwer macht, weil es gibt immer welche, die stärker sind. Ne? Das ist ja sowieso so. Oder vielleicht auch manchmal nicht, aber wäre trotzdem gut, das lernen zu können. Ja, also das jedenfalls, um aus Konflikten zu lernen, muss man halt manchmal in der Lage sein, erstmal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, okay, was bedroht mich hier eigentlich? Welche Idee, also wenn ich diese Bedrohung spüre, welche Idee bedroht mich da? Und wenn ich auf diese Idee, die ja oft, sagen wir mal, zwar beängstigend ist, aber viel befreiender, wenn ich auf die mal zugehen kann. Ja, also wenn ich auch mal der Schwächere sein darf, jo, dann ist das in vielen Bereichen auf jeden Fall sehr bereichernd, ob das nur eine Beziehung ist oder ob das einfach eine entspanntere Konversation mit meinem Chef ist. Ne? Also das ist definitiv etwas. Also ich würde das vielleicht an der Stelle mal mit ein bisschen Praxis unterlegen, könnte man sagen. Bei mir zum Beispiel werden Konflikte einfach für mich echt anstrengend, wenn ich um meine Freiheit kämpfe. Ne? Mhm. Weil es geht gar nicht um die Sache, es geht gar nicht darum, ob A, B oder C, sobald in mir so ein Gefühl aufkommt von, ne, irgendwie bin ich in meiner Freiheit beschnitten, da weiß ich, springt erstmal ein Teil in mir an, der sagt, boah, ne, also genau. Das akzeptiere ich schon mal gar nicht. Ne? So, und genau an der Stelle, ich sag mal, das ist ja genau die Schwierigkeit, solange ich in Beziehung bin mit Menschen, ne, bin ich immer irgendwo unfrei. Das heißt, an manchen Stellen komme ich automatisch erstmal mit mir in Konflikt und dann eigentlich dadurch erst mit dem anderen. Ne? Weil ich kann ja nur in Konflikt mit meinem Gegenüber kommen, wenn ich im Konflikt mit mir selber bin. Richtig, genau. Weil ansonsten ist ja alles klar. Ne? Ja, oder auch der andere tobt und ich sitze daneben und sage, boah, das tut mir leid, dass es für dich so schwierig ist. Ne? Also, ne? So. Und ich glaube, genau das sind diese spannenden Punkte, wo dann einfach es total wichtig ist, mal mehr zu hinterfragen, was ist die Bedeutung eigentlich in mir? Also was passiert in mir in diesem Konflikt? Ja. Ja, und genau. Da braucht man natürlich diesen Moment, was du sagtest, ne, dieses Zurücktreten. Das geht natürlich nicht, wenn man sich gerade anmeckert oder anschreit oder auf 180 ist. Ne? Aber wenn ich wirklich daraus lernen will, dann ist das eigentlich der Moment, sag ich mal, zwischen den Konflikten oder nach dem Konflikt. Ne? Also dieses ein Stück zurückzutreten und wirklich zu versuchen, neugierig zu gucken, hey, was macht mich gerade eigentlich so kirre? Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil dann zeigen sich mehr die Dinge, um die es halt wirklich geht, wenn ich damit anders umgehen lernen möchte. Genau. Und was vielleicht auch interessant ist, was man jetzt dann, also ja, in vielen, vielen Coachings immer erlebt, das ist ja dieses Phänomen, dass man sich entweder kleiner oder größer als der andere fühlt, ne, in diesen Konflikten. Und das ist aber, wenn man sich tatsächlich schafft, sich genau das, was du eben sagst, für das zu öffnen, worum es eigentlich geht, dieser Unterschied verschwindet. Dass eigentlich immer, wer sich vorher kleiner gefühlt hat, auf einmal auf Augenhöhe fühlt und andersrum halt auch, dass derjenige, der sich viel größer sieht und vielleicht eher so eine Art Verachtung hat, auf einmal merkt, hey, dem anderen geht es ja vielleicht auch nicht gut und Interesse auch hat, den anderen überhaupt zu hören. Und das finde ich daran das Spannendste, das ist eigentlich natürlich. Also in jedem Menschen wohnt eigentlich so ein Empfinden, so ein Feld, so eine Verbindung zum anderen, die am anderen interessiert ist, was nicht gleich heißt, dass ich jetzt alles für den tue. Ne? Da gibt es Menschen, die interessieren mich mehr oder weniger. Aber da ist sowas wie Mitgefühl,
das interessiert ist, auf den anderen einzugehen und auch wenn ich eine klare Position vertrete, den nicht völlig von mir stoßen zu müssen, nur einfach klare Grenzen zu zeigen oder eben auch Kompromisse eingehen zu können. Also das ist nichts, was man wahnsinnig herstellen muss, sondern das ist tatsächlich was Natürliches. Und das finde ich auch den interessantesten Lernaspekt, dass man nämlich selber so einen inneren Frieden findet, tatsächlich existierenden, wenn man es schafft, im Konflikt den Punkt zu finden, wo man plötzlich auf Augenhöhe ist und mitfühlend ist und daraus sowas wie ein Streitgespräch wird, ein konstruktives, so eine Art Miteinander schwingen, würde ich das nennen. So, ne? Und da wird es wirklich konstruktiv und auch wirklich etwas, was uns nicht mehr so stresst, sondern was einfach nötig ist, ja, so, ne? Sich mit dem anderen auseinanderzusetzen und eben die Andersartigkeit daraus zu lernen, okay, lerne ich da jetzt was draus oder ist das einfach nur ein Mensch, wo ich dann sehen muss, okay, da geht es jetzt einfach nicht, weil wir zu unterschiedlich sind. Also, ne? Ich finde spannend, was du sagst. Und da fällt mir auch gleich direkt so ein total, also etwas, was immer wieder auftritt, du machst ja auch so Seminarreihen und ich ja auch, ne, eben so, wo verschiedene Menschen zusammenkommen über einen langen Zeitraum, also knapp 2 Jahre, und die gemeinsam eben die verschiedensten Lebensthemen sich angucken. So. Ja. Und was natürlich passiert, da kommen Menschen zusammen, die sind extrem unterschiedlich. Ne? Das heißt, der eine möchte es total strukturiert, der eine andere möchte ganz viel Freiheit und immer das machen, worauf er Lust hat. Ja? So. Unmöglichkeit am laufenden Band. Genau, der eine möchte die ganze Zeit umsorgt werden und der nächste möchte am liebsten komplett in Ruhe gelassen werden. So. Mhm. Und weil natürlich da so große Unterschiedlichkeiten sind, gibt es einfach automatisch auch in so einer Gruppe unglaublich viele Konflikte. Also je nach Gruppe unterschiedlich, aber grundsätzlich entstehen Konflikte, weil es normal ist. Ja? Weil letztendlich, das ist auch ein Teil des Ganzen, man könnte sagen, wir streiten ja oft so um Bedürfnisse und für Bedürfnisse. Ja? Wir haben ein Bedürfnis und dann fangen wir an zu streiten und ne, im Idealfall diskutieren wir, finden eine Lösung oder wir gehen uns an die Gurgel. Aber worum es mir eigentlich geht, ist bei dem, was du gerade gesagt hast, wenn wir in so einer Gruppe oder auch ich sowas moderiere, dann ist der entscheidendste Punkt, dass die beiden sich gegenübersetzen und sich wirklich in die Augen gucken. Mhm. Weil immer dann, je mehr könnte man sagen, die einzelnen Personen, Beteiligten an so einem Streit, sich in sich zurückziehen. Ja, also auf den Boden gucken und sagen, und du hast das gemacht und du hast das gemacht und das hast du auch noch gemacht. Ja, so. Desto weniger ist eine Lösung möglich. Das heißt, wirklich ganz faktisch als ein Aspekt, je mehr ich mich entscheide, den anderen wirklich zu sehen. Ja, und der zweite Schritt ist, mich dann auch wirklich zu zeigen. Ja, also nicht auf der Sachebene zu bleiben und zu sagen, was hast du alles gemacht, sondern ne, das in der Kommunikation ist ja immer dieses Ich-Botschaften-Ding, ne, aber es geht ja eigentlich darum, ich erlaube mir, dem anderen zu sagen, wie ich mich wirklich fühle. Und das wäre genau so ein Beispiel, wie ich gucke den anderen an und erlaube mir zu sagen, boah, weißt du was, ehrlich gesagt, in unserer Diskussion, ich fühle mich gerade einfach echt klein und ich fühle mich überhaupt nicht gesehen und ne, so. Und dann besteht die Chance, ne, dass dieser andere Kontakt entsteht, den du gerade meintest. Ne? Also dieses, sich wirklich zu zeigen mit dem, was da ist. Und da merkt man dann vielleicht auch, dass das eigentliche Problem dann ist, dass man sich selber so nicht mag. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja. Und ja. Wenn das der andere nicht sehen soll, weil das halt bedrohlich ist oder weil ich mich selber so nicht mag, dann ist klar, dass es einen Konflikt gibt. Ne? Weil der andere zwingt mich ja, mich so zu werden oder mich so zu fühlen, wie ich mich selber nicht mag. Und natürlich habe ich da einen Konflikt. Nur der andere ist nicht schuld, ne? Sondern der andere gibt mir Gelegenheit zu lernen, dass das, was ich da zeige, völlig in Ordnung ist und dass, wenn ich da wieder Zugang zu finde, dass das eine Stärke ist, die einfach zu was Gutem führt. So, ja? Das ist definitiv was man Konflikten lernen kann. Dass man einerseits völlig alleine ist, nämlich mit dem, wie man ist und wie man sich fühlt. Und der Einzige ist, der die Verantwortung hat, sich damit zu lassen und dann zu merken, das ist das, was Frieden schafft, so, ne, dass auch was Ruhe bringt. Ist vielleicht erstmal aufregend, aber ist das Einzige, was tatsächlich in mir zu einer Lösung führen kann. Und der andere hilft mir halt dabei, die Stellen zu entdecken, die ich an mir nicht mag. Ne? Das ist definitiv. So. Naja, und vielleicht an der Stelle auch nochmal so für die Zuhörer jetzt da draußen. Es geht gar nicht immer nur um Verletzlichkeit, sondern manchmal, also zum Beispiel, ich weiß bei mir, es ging lange auch darum, mir überhaupt zu erlauben, dass mich was ärgert.
Also ich habe dann diskutiert, wie doof, ja, und irgendwann bin ich explodiert. Aber diesen Punkt zu finden, relativ am Anfang, wo wir ne, vielleicht schon in der Win-Lose-Phase sind, aber mir einfach zu sagen, bevor es dann so, ne, boah, ja, so, mir ist alles egal, so wirklich einfach zu sagen, boah, weißt du was, ich merke, es ärgert mich gerade total. Es macht mich richtig sauer. Also dieses mir eingestehen, boah, es ärgert mich. Ne, es ist eine Typfrage. Bei manchen ist der Ärger automatisch da, die müssen sich keine Sorgen darum machen, da geht es dann oft um was anderes. Ne? Aber auch, es kann auch eine Kunst sein, sich zu erlauben, erstmal zu sagen, dass ich etwas nicht gut finde und dass mich etwas ärgert. So. Mhm. Ja. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Es gibt eben diese Typen. Ne? Es gibt die Typen, die immer Angst haben, was zu sagen, wo sie denken, sie tun dem anderen irgendwie was damit an. Und dann gibt es eher die Menschen, die meinen, ich habe sowieso das Recht, alles zu sagen. Mhm. Und aus diesen beiden Extremen, das immer was im Ungleichgewicht. Mhm. Ne? Und es ist bei jedem Menschen beides. Natürlich ist jeder Mensch anders, aber jedem Menschen existiert halt, wie gesagt, Mitgefühl. Und das hat immer beides. Das hat sowohl Klarheit für sich selbst, als auch Wahrnehmung des anderen. So, ne? Und vielleicht da auch noch ein wichtiger Punkt, ne, was ich ganz oft erlebe, weil da ist es egal aus welcher Richtung ich komme, je länger ich das, was wirklich in mir passiert, zurückhalte, desto mehr eskaliert der Konflikt. Ja. Also ich spare zum Beispiel auf, wenn ich jetzt nicht sagen möchte, dass mich das verletzt oder dass ich das nicht gut finde oder wie auch immer, und es wird immer schlimmer. Ja? Und je eher ich an den Punkt komme, der wirklich da ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben nicht eskaliert, sondern dass der andere sagt, boah, stimmt, okay, wusste ich nicht, dass es dir so damit geht. Ne? Mhm. Und auch da wichtig, es gibt keine Garantie, wenn ich mich wirklich zeige, dass es sich löst und der andere verständnisvoll darauf eingeht. Aber nach meiner Erfahrung erhöht es die Chance einfach enorm, dass das passieren kann. Ja. Und egal, ob ich dann zu meiner Überforderung stehe, zu meiner ne, Hilflosigkeit, zu meinem Ärger, was auch immer es letztendlich ist. Ne? So. Mhm. Ja. Und vielleicht gerade, ja? Nee, deswegen ist es ein schönes Fazit, zu sagen, okay, also Konfliktvermeidung führt letztendlich immer zu mehr Konflikten. Erstmal an sich selbst und in dieser Unzufriedenheit, die der andere dann mitkriegt, genau, Schauke zieht das dann sowieso hoch. Ja. Und an der Stelle vielleicht auch ne, ein Tipp noch an die männlichen Zuhörer, dass das schon echt sehr entscheidend ist, eben nicht, könnte man sagen, auf der Sachebene zu bleiben. Weil meine Erfahrung ist, die viele Männer erstmal sind auf einer Sachebene unterwegs und versuchen auf einer Sachebene eine Lösung anzubieten oder eine Lösung zu finden. Aber das ist häufig, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht nachher irgendwelche E-Mails, häufig für die Damen dann eher sehr unbefriedigend, weil es geht halt gerade irgendwie es geht um eine andere Ebene. So, es geht um die Emotionen, es geht ums Gefühl. Und gerade für die Männer einfach sich auch mal auf diese Ebene zu trauen und mal zu gucken, ey, was ist denn da bei mir eigentlich los? Und wie reagiert meine Partnerin, wenn ich auf so eine Ebene ne, mich traue und mich da mehr zeige? Wenn wir vorbei voneinander lernen sind, können wir vielleicht auch mal beide Seiten dieser Spanne zeigen. Also ja, ich würde auch sagen, typisches Problem bei Mann und Frau ist, der Mann möchte sofort eine Lösung bieten und die Frau möchte eigentlich erstmal nicht gegen diese Lösung, sondern möchte einfach nur sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut damit und nehme mich mal einen Arm damit. Die Lösung brauche ich jetzt nicht. So. Und an dem Punkt gibt es sehr, sehr häufig einfach dieses Missverständnis. Ist das nicht einfach jemand, der steht und sagt, okay, ja, das ist wirklich schlimm. Und mehr nicht, reicht. So, ne? Da würde man schon viele Streits mit vermeiden. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn, also dass man beides möglich ist. Ne? Es ist erst möglich zu sagen, okay, müssen wir jetzt nicht gleich eine Lösung finden, du darfst erstmal dein Problem haben und darüber traurig sein. Und jetzt können wir nachher nein, aber trotzdem auch mal gemeinsam gucken, Mensch, also an der Stelle kann man es sich ja auch leichter machen. Weil das ist ja auch schön, wenn da eine Bereitschaft für da ist. Ne? Du, so. Absolut. Ja. Aber genau, also generell, das ist so ein bisschen wie das Kind, was hingefallen ist. Da muss nicht sofort ein Pflaster drauf, sondern erstmal müssen die in den Arm. Ne? Weil, genau, nur weil man nicht den Schmerz nicht ertragen kann, da schnell ein Pflaster drauf zu hauen, das ist jedenfalls nicht der richtige, doch, das ist der richtige Weg, um einen richtigen Konflikt zu kriegen. Ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall ein Aspekt, glaube ich, der ganz wichtig ist in Konflikten, dieses ganze Thema Mitgefühl. Ne? Also, und Anerkennung, ja. Weil erst im ersten Schritt brauche ich eigentlich Mitgefühl für mich, wie es mir gerade geht. Also man könnte sagen, mir das einzustehen und freundlich mit mir zu sein und mehr zu akzeptieren, wie es mir wirklich geht.
um im nächsten Schritt den anderen zu sehen, wie es ihm geht. Damit tatsächlich, der hat damit einen Konflikt, ob ich das verstehen kann oder nicht. Ja, genau. So. Ja. Und eben auch manchmal dann vielleicht da stehen bleiben damit, dass ich hatte auch schon Situationen, wo ich dann einfach mir meine Hilflosigkeit erlauben musste, weil ich konnte für den anderen nichts tun. Ja? Also mein Gegenüber ist vielleicht immer noch sauer, traurig, was auch immer, auf jeden Fall ziemlich unzufrieden. Und ich konnte nichts machen, egal was ich getan habe, was ich gesagt habe, was ich, ne, es gab nichts zu tun. So, und das war dann der entscheidende Punkt, damit es mir trotzdem, sage ich mal, es war zwar nicht schön, aber es war halt ruhig, ne? Ich habe einfach da gesessen und gemerkt, okay, ich kann gerade wirklich nichts tun, ne? So genauso. Und das ist auch erst der Punkt, wo du den anderen wirklich in den Arm nehmen kannst, wo du ihn nicht mehr verändern musst, erstmal, ne? Ja. Und sagen kannst, okay. So, ne? Ja. Genau. Der erste Ansatz für Frieden. Okay. Ja, sollen wir mal gucken. Die Zeit rennt ja wie jedes Mal. Ja. Jetzt, was ist so dein Tipp für die Menschen da draußen? Puh, bei Konflikten. Also definitiv Nummer eins, wenn ich merke, ich fange an, sozusagen dieses, es fährt mich hoch, fünfmal atmen. Das ist so Nummer eins. Ja. Tatsächlich erstmal fünfmal atmen. Und ich meine nicht von wegatmen, sondern einfach atmen und spüren, wie geht es mir eigentlich. Ich glaube, dann passiert schon eine ganze Menge andere Dinge, wenn ich erstmal in meinem Atem wahrnehme, wie geht es mir damit, dass es diesen Konflikt, dass der existiert. So. Und dann auch noch zu sagen, okay, dem anderen geht es wirklich so damit. Als zweites. Wenn diese beiden Schritte vorher schon mal da waren, ich glaube, dann lassen sich schon einige Konflikte ganz anders angehen. Das ist natürlich noch auf erstmal eine kleine Ebene, aber das muss ja auch irgendwie machbar sein. Ne? Also erstmal fünfmal Atem kommen lassen und erstmal spüren, wie geht's mir hier gerade? Und dann irgendwie so ein Ja finden dazu, okay, das fühle ich und okay, der Konflikt, den gibt's wirklich. Mhm. Und der scheint irgendwie, das und das betrifft den anderen. Mhm. Das ist nur so ein kleiner Anfang. Ja. Ja. Ja, mein Tipp sieht noch ein bisschen anders aus. Meine Erfahrung auch von mir in den Jahren, ich habe echt auch lange gebraucht irgendwie und natürlich klappt das nicht immer, aber ich habe lange gebraucht, wenn man sagen, in den Konflikten selber wirklich anders zu handeln. Ne? Also es hat echt viel Aufmerksamkeit und Zeit gebraucht. Und diese Zeit dazwischen, ne? Also dieses, ich habe mich mit jemandem irgendwie richtig in den Haaren und dann, keine Ahnung, gehen die Wege auseinander oder der eine geht ins eine Zimmer, der andere geht ins nächste Zimmer oder ne, ich komme von der Arbeit nach Hause und so weiter. Und dann ist da dieser Ärger und dieser Frust. Und ich habe für mich immer wieder gemerkt, der hat mich schon echt sehr davon abgehalten, überhaupt irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo ich mehr sehen kann, wo ich mehr spüren kann, wo ich mehr mitkriege, wo ich genau, könnte man sagen, noch mehr diese ganzen Dinge, die wir heute so angesprochen haben, überhaupt angehen kann, ne? Mich damit auf eine gewisse Art und Weise interessiert, damit beschäftigen kann. Mhm. Und mein Tipp wäre, wenn ihr da draußen merkt, ihr seid wütend oder sauer, das auch echt mal zuzulassen. Und zulassen heißt, ich zum Beispiel, ich habe ein so ungefähr so großes Kissen, ja, das gebe ich nicht nur meinen Seminarteilnehmern, sondern das benutze ich auch selber. Ja. Und dann erlaube ich mir wirklich meinen ganzen Ärger, ja, manchmal schreie ich, manchmal kloppe ich auf mein Kissen, ja. Da könnt ihr auch alles Mögliche nehmen, Hauptsache es ist weich, ja, und einfach mal 3 Minuten wie ein 5-Jähriger alles rauslassen, was ihr denkt, ja, ohne schlechtes Gewissen, ohne Schuldgefühle, einfach nur alles, was da ist. Und nach diesen, sage ich mal, 2 Minuten 100% sauer sein, verändert sich etwas, ja, dann kommt eine Ruhe rein, wo ich plötzlich wieder viel mehr sehen kann, wo ich plötzlich ganz anders wieder an mich herankommen kann, wo ich plötzlich ganz anders agieren kann und auch wieder anders in diesen Konflikt gehen kann, den es ja noch gibt. Ne? Der ändert sich ja nur nicht, weil meine Wut nicht mehr da ist, aber ich komme halt an die anderen Ebenen ran. Und das wäre mein Tipp auf jeden Fall des Tages. Schreien und Kissen verkloppen, Sofa, Bett, was auch immer und am besten so viel fluchen und beschimpfen, wie ihr wollt, weil dann müsst ihr das nicht der Person gegenüber machen, die ihr vielleicht sogar mögt oder liebt oder ne, mit der ihr zusammenarbeitet, sondern wenn ihr das an einer anderen Stelle rauslasst, dann ist dieser Teil auch erstmal wieder ein bisschen entspannter. Mhm. Vielleicht ergänze ich mal nochmal, ja, weil tatsächlich, ich erlebe ja immer wieder, dass ein großer Teil des Konfliktes darum besteht, dass es das Warum. Also, ne, dass man Stunden damit verbringt, warum ist dieser Konflikt so? Mhm. Warum fühle ich mich so? Konnte das nicht anders sein? Oder sich Szenen überlegt, wie es anders ist. Fantasien, wie sich dieser Konflikt auflöst, wie ich den anderen fertig mache, wie ich gewinne, keine Ahnung. Mhm. Ja, das sind Tage, die man damit verbringt.
Und da reicht es schlicht und weise erstmal, ja, tatsächlich, also wie so ein Ja da reinzubringen. Ja, der betrifft mich und ja, okay, es gibt diesen überhaupt. Ja, also allein so ein Ja und das Warum wegzulassen, das bringt schon einen großen Teil der Befreiung und Ansatz, um überhaupt eine Lösung finden zu können. Ja? Stimmt. Ja, also auch das natürlich wie alles ein Weg, ne? Sind ja so kleine buddhistische Kurzgeschichten. Manche Wege sind auch länger, aber trotzdem eine schöne Geschichte. Das Sehen des anderen im Konflikt ist eben ein wichtiger Aspekt. Naja, und wenn man allein, sagen wir mal, oder sowas, diese Schuldfrage, ne? Also viele Konflikte drehen sich ja einfach darum, dass man schuld ist oder nicht schuld ist. Allein die Möglichkeit, für was verantwortlich sein zu dürfen, dass das nichts wahnsinnig Schlimmes ist, sondern einfach nur was, was man sagt, ja, stimmt. Okay. So, und stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Ja, und da eine gute gelassen hat, ja. Und die zwar verantwortlich ist, aber nicht hier dieser typische Schuldhammer, das ist auch ein Lernprozess, der eventuell länger dauert. Wenn Schuld nicht mehr so schlimm ist, sondern einfach nur dazu da ist, sagen zu können, ja, es gibt Fehler und es gibt Verantwortlichkeiten, dann ist auch schon der Nährboden von großen Streits einfach, ja, ist der Nährboden entzogen, genau, wenn das möglich wird. Ja, gut. Mit dem Blick auf die Uhr, mal gucken, vielleicht hat ja jemand da draußen Lust, noch eine Frage zu stellen, ob per Chat oder, ne, wenn ihr möchtet, auch per Video, dann seid ihr halt nur mit eurem Bild wieder bei uns mit drauf. Das wisst ihr ja. Wir haben gerade einen Dank bekommen, das ist natürlich auch schön. Dankeschön. So. Ja, ich muss den gerade hier noch aufmachen. Okay. Ja, warten wir noch 2 Minuten. Damit wir nicht wieder jemanden abwürgen. Was für Fragen konnte man stellen, Philipp? Was für Fragen? Oh, dann stellst du mir Fragen, ey. Genau, jetzt sag mir mal die interessanteste Frage, die jetzt kommen könnte. Die interessanteste Frage, die jetzt kommen könnte. Ja. Wie komme ich aus meiner Wut wieder raus, wenn ich auf 180 bin und wir uns gegenseitig schon die Köpfe einschlagen? Okay. Das wäre die interessanteste Frage, zumindest die ich oft erlebe, dieses, sag ich mal, wo Menschen sich selbst mit dem Kontrollverlust erleben, also sie selbst keine Kontrolle mehr über sich selber haben und dieser Wunsch danach, irgendwie das selbst steuern zu können und was aber dann eben in diesen ganz krassen Momenten einfach nicht mehr klappt. Okay, also meine wäre vielleicht, wieso gerate ich immer in die gleiche Art von Menschen? Also das finde ich auch spannend. Das ist eine interessante Antwort. Ja, das Krasseste, was ich da je mehrmals erlebt habe, war eine Person, die bei mir auch im Coaching war und der sagte, der hat irgendwie 10 Chefs gehabt und er mit 10 Vorgesetzten richtig heftige Konflikte gehabt, jedes Mal so weit, dass er aus dem Unternehmen gegangen ist. Also manchmal wurde er gekündigt, manchmal ist er gegangen. Aber ja, ne, die sich immer wiederholenden gleichen Konflikte mit unterschiedlichen Menschen. Ja. Genau. Ja, wo, da immer interessant ist, genau, was ist das, was man da eigentlich lernen will? Sagen wir mal so ganz provokativ. Okay. Ja, gut, es ist nichts mehr gekommen. Da danken wir natürlich wieder euch da draußen. Schön fürs Zuhören. Wir haben uns gefreut und ich hatte wieder viel Spaß. Auch dir vielen Dank, Georg. Ja, vielen Dank. Und ja, wenn ihr Lust habt, wie immer, ne, ansonsten findet ihr ja dann bei mir auf der Homepage www.raumfuerwachstum.de diverse spannende Angebote, wenn ihr in dieser Richtung was machen möchtet. Und natürlich bei Georg auch. Genau. Und auch das Video dann demnächst auf georg-schröder.info. Genau, und das, was ich so mache. Genau. Okay, dann würde ich sagen, euch allen da draußen einen schönen Restsonntag und wer Lust hat, nächste Woche geht's wieder weiter. Genau. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann. Ciao.